Bereich der Feldtechnik haben wir folgende Neuigkeiten für euch in 2019. Durch eine überarbeitete Konstruktion konnten wir den Vollfast auf 5,5 Kilo runter reduzieren, wodurch er mittlerweile echt ein Leichtgewicht ist für das, was er leistet. Mit den großen Schlagschraubern, mit den 1600 Newtonmeter Schraubern und den 9 und 12 Ampere-Stunden Akkus haben wir bis auf 40 Tonnen hochgedrückt unter der Presse. Mittlerweile geben wir 35 Tonnen Hubkraft an. Wir haben eine neue Kunststoffspitze, die dazu beiträgt, die ist tribologisch besser, die hat ein besseres Reibverhalten. Dadurch ist für den Schlagschrauber leichter, die Hubkraft zu erzeugen. Und sie ist elastischer, das heißt im Winter, wenn er mal schräg angesetzt ist, bricht er auch nicht so leicht der Ecke weg. Darüber hinaus haben wir den Full Quick überarbeitet. Den konnte man das Gewicht von ca. 900 Gramm auf 600 Gramm reduzieren und er ist kompakter und schöner zu tragen. Wir haben ein Tragesystem rausgebracht für alle, die lange Zustiege haben oder steile Zustiege. Da ist der Vollfast und der Schlagschrauber schön aufgeräumt drin. Das ist ein wasserdichter Koffer, da kann man den Schlagschrauber und den Vollfast auch mal im Wald liegen lassen über Nacht und den Geräten passiert nichts. Darüber hinaus kann man an dem Koffer den Kunststoffkanister einhängen und so hat man alles schön, ohne dass es wackelt am Rücken drauf. Wir freuen uns, dass wir mittlerweile im Bereich der Feldtechnik weltweit aufgestellt sind. Wir haben Kunden in Australien bis Finnland, von Japan bis Amerika, die unsere Geräte einsetzen und schwer zufrieden sind. Hier möchten wir wirklich allen Danke sagen, die dazu beigetragen haben, ob das der Vertrieb ist, die Fertigung, unser Kameramann und alle, die an diesem sensationellen Erfolg beigetragen haben. Vielen Dank und auf ein spannendes 2019. Wir haben viele Projekte in der Pipeline. Ich hoffe, wir können euch nächstes Jahr wieder überraschen mit neuen Innovationen und Produkten im Bereich der Forstwirtschaft.